Gesetz, das zu setzen, nochmal erwähnen, dass wir im Rahmen von den Europäischen Kulturtagen im Mai, und ich bedanke mich ganz besonders auch bei meiner Mitarbeiterin Dr. Christine Mielke, die da ganz besonders dort auch involviert war, da hatten wir das Thema immer noch Krieg, vom Giftgas zur Drohne. Und das war nicht eine historische Betrachtung, sondern es war die Fragestellung, also zum einen, was ist dann die Gegenwart im Hinblick auf, also ein Krieg, der Gedanke, dass Krieg irgendwann mal zu Ende ist, ist mindestens in unserer Zeit noch sehr utopisch. Ich denke auch mit den Nachrichten, was wir jetzt hören. Andererseits haben wir uns auch die Frage gestellt im Hinblick auf die Techniken, die wissenschaftliche Hintergründe von Konflikt, von Gewalt und von gewaltvolle Auseinandersetzungen mit dem Krieg. Wir haben uns Grundsatzfragen gestellt, wenn man das etwas reduziert sagt, in welchem Hintergrund oder mit welchem Auftrag, natürlich den Gewaltmonopol des Staates in einem demokratischen Rechtsstaat, aber inwiefern und mit welchen Hintergründen überhaupt Kriegssysteme oder also Technologien eingesetzt werden, und natürlich die Frage, welche Rolle die Wissenschaft und die Wissenschaftler in diesem Kontext spielen. Das einfach so als einen kleinen Vorwegbemerkung, so dass Sie wissen, dass wir einfach gedacht haben, selbstverständlich mit Fritz Haber als eine Person, der hier in Karlsruhe also seinen sehr wichtigen Anfang genommen hat und auch natürlich mit dem Nobelpreis ausgezeichnet würde, dass es aus unserer Sicht jetzt auch zwingend war, eben auch diese Frage mit der Persönlichkeit von Fritz Haber zu verbinden. Ich würde ganz gerne vielleicht erstmal anfangen mit Ihnen, Herrn Schindewolf. Professor Schindewolf, Sie haben es gehört, hat sozusagen als eine Nach, wie viele Generationen hinter Fritz Haber sind Sie? Ich habe ein Ur-Ur-Ur-Urenkel auf diesem Lehrstuhl. Genau. Und deswegen würde ich vielleicht einfach mal, um die Runde erstmal anzufangen, mal fragen im Hinblick auf die inhaltliche Fragestellung, also was wir gehört haben im Hinblick auf das Wirken von Fritz Haber und auch was Sie im Film gesehen haben. Gibt es was aus Ihrer Sicht, was unbedingt jetzt ergänzt oder korrigiert werden müsste, einfach damit wir einen Stand haben von dem Fachwissenschaftler, ob das jetzt fachlich auch richtig dargestellt worden ist? Nein, Fachwissen ist hier nicht gefragt. Es geht ja nicht um das Fach, sondern es geht um Haber und um die Kriegsgeschichte. Sicher. Ich weiß nicht, wie weit dieser Film nun wirklich als authentisch zu betrachten ist. Es war vor ein paar Wochen ein Film im Fernsehen, Clara Immerbar, und da war vieles von ganz anderer Seite dargestellt, als es hier zu sehen ist. Und ich weiß nicht, warum, wenn ich nur erst mal anfangen darf, die Personen, die da mitwirken, also als Habers Zeitgenosse, da wurden vier General Ludendorff angeführt, hatte mit Haber gar nichts zu tun, es war General Falkenhayn, der die Geschichte gemacht hat. Hier war ein sehr netter, freundlicher, älterer Herr, wurde in Vorspannung dahinterher als Bremer bezeichnet. Ich nehme an, es war in Wirklichkeit Karl Engler, eine sehr angenehme Persönlichkeit. Dann ist da irgendein Dekan Ostwald gewesen, der mit Haber zusammen in dem Vortrag saß, den die Clara immer behalten sollte. Gibt es auch nicht in Karlsruhe, sondern es war wahrscheinlich Bunte ist das Institut. Das waren die beiden, die mit Haber sehr viel zusammengearbeitet haben. Und jetzt habe ich eben diesen Vortrag erwähnt, den die Clara immer wahrgehalten hat. Eine völlig andere Darstellung finden wir in einem sehr vorzüglichen Buch von Gerhard von Leitner, der Fall Clara immer war. Und da hält sie den Vortrag Chemie im Haushalt und sagt hinterher, es war überraschend, wunderbar, diese
Die Massen an Volk fasziniert waren die Gaben, die von meinem Vortrag. Jetzt hier, da geht so vorher aus dem Vortragssaal raus. Was ist denn richtig? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal, also ich denke natürlich, nicht nur die Freiheit der Wissenschaft, sondern die Freiheit der ästhetische Aufmachung der Kunst und wie diese zwei Dinge zusammenkommen, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, was wir vielleicht dann später dann ergänzen können. Aber vielleicht frage ich einfach mal, wie es Ihnen ergangen ist, als der Ur und so weiter, als Sie auf diesen Lehrstuhl gekommen sind. War das für Sie überhaupt ein Thema? Ich meine, dass Sie überlegt haben, der Nobelpreisträger Fritz Haber war einer von Ihren Vorgängern. Und was haben Sie damit zu diesem Zeitpunkt? Wir haben gesehen natürlich die Zeitgeist, die verschiedenen Zeiten, wenn man Geschichte aufarbeitet, ist sowieso ein ganz großes Thema für sich. Aber ganz persönlich für Sie. Als Sie auf den Lehrstuhl gekommen sind, was haben Sie da empfunden? Ich kannte die ganze Haber-Geschichte von vornherein. Als Student habe ich schon gelernt, bis erst hier. Ich muss auch mal hinzufügen, dass ich nicht nur Enkel hier auf dem Lehrstuhl bin, sondern in wissenschaftlicher Hinsicht bin ich ein Enkel nochmal von meinem Doktorvater Bonhoeffer, also mein Wissenschaftlerlehrer, war Doktorand bei Haber. Also ist Haber mein Großvater in wissenschaftlicher Hinsicht, da stehe ich viel näher als hier als Lehrstuhlinhaber. Also über Bonhoeffer, das ist eine Familie Bonhoeffer, habe ich vieles über Haber gehört damals, was nicht übereinstimmt mit dem, was wir sonst heutzutage als Klischee, möchte ich schon mal versagen hören. Nein, also ich habe keinen Einfluss von Haber auf mich selbst. Ich bin auch auf seinen Spuren gewandelt. Ich habe zwei chemisch-technische Verfahren durchgeführt und kann nachträglich sagen, alle sind so irgendwie mit Haber verbunden. Es hat mit Amoldak zu tun, aber es sind ganz andere Gesichtspunkte gewesen, als der Haber hat. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Detail bringen soll. Nein. Also ich wollte mehr einfach versuchen, diese Linien auszuarbeiten mit ihm. Also auch natürlich, dass Sie haben gewusst, von einem Giftgas-Einsatz, aber Sie können uns natürlich auch von der anderen Seite, er hat natürlich den Nobelpreis nicht bekommen, eben weil er Giftgas erfunden hat, sondern für die Ammoniak-Synthese. Vielleicht können Sie dann... Dazu kann ich sagen, es gibt eine von Jonathan Swift aus dem Jahr 1726, glaube ich, Gullivers Reis, das vielleicht Ihr Begriff ist, und da sagt der König von Knapp oder so ähnlich, wer es fertig bringt, zwei Ähren dort wachsen zu lassen, wo bisher nur eine Ähre wächst, der hat sich für die Menschheit und das Höchste verdient gemacht. Und das ist, was Haber Ammoniak-Synthese ermöglicht hat, die Ernteerträge in Europa, auf der ganzen Welt, sind in den Jahren von 1900 bis 1930 praktisch verdoppelt worden. Dank des Kunstdüngers, der durch Habers Ammoniak-Synthese möglich gewesen. Und er hat den Nobelpreis verdient, ich habe es hier kommuniziert, im Testament von Nobel steht drin, dass derjenige von den Zinsen des Nobelvermögens einen Preis kriegen soll, der sich im vergangenen Jahr um die Menschheit verdient gemacht hat. Und da würde ich sagen, Haber hat voll und ganz diesen Preis verdient, denn er hat sich um die Menschheit verdient gemacht. Vergessen wir eine andere Geschichte. Also es geht einfach um die Stickstofffixierung aus der Luft, das war ein großer Erfolg. Ob jetzt nicht auch da wieder Skeptiker möglich sind, vor Haber hat sich der Nobelpreisträger Ostwald mit der Ammoniak-Synthese aus Stickstoff-Wasserstoff beschäftigt. Vor der Ammoniak-Haber-Ding hat sich der Nobelpreisträger Walter Nernst mit diesem Problem beschäftigt. Und beide haben es aufgegeben, weil sie, der eine ist experimentelle Schwierigkeiten, der andere hat es rein theoretisch gemacht und kam zum Schluss, das ist praktisch nicht möglich. Haber hat es aber dann möglich gemacht. Und ich glaube, er hat den Nobelpreis verdient. Okay, wir werden sicherlich darauf zurückkommen. Ich würde ganz gerne vielleicht einfach weitergehen und erstmal Professor Michael Hönig, die wir auch im KIT natürlich sowieso kennen, auch ganz kurz mal in die hier in unsere Runde einbeziehen. Und vor allem auch, weil, also unter vielen anderen, hat Professor, also Honorarprofessor an der Universität Tübingen,
Dr. Mönig vertritt in Tübingen das Fach Pharmaziegeschichte und lehrt die Geschichte der Naturwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Pharmazie. Jetzt frage ich einfach mal Ihnen, also wenn Sie sehen, also praktisch dieses Dilemma auch von vielen Wissenschaften, also dass man Gutes und auch Schlechtes, also durch Erfindung, ich glaube, das ist sowas, was so häufig auftritt, dass es wirklich als eine, könnte man vielleicht vorstellen, also so darstellen, als eine von den Grunddilemmata von wissenschaftlichen Erfindungen. Und ich frage einfach mal im Hinblick auf dieses Dilemmata in diesem Fall, ab wann ist das klar, dass man sowas für Gut und auch für Böses dann verwenden kann? Also könnten Sie uns ein anderes Beispiel einfach aus Ihrer also Beschäftigung mit dem Thema Naturwissenschaft aus historischer Sicht? Wenn die Pizarro ist aus meiner Sicht schon ein besonders extremes Beispiel, weil er eben so eine bahnbrechende Erfindung gemacht hat mit der Ammoniak-Synthese, die sehr viel Positives gebracht hat, wobei schon in der Ammoniak-Synthese ja diese Zwiespältigkeit enthalten ist, weil man macht aus dem Ammoniak dann Nitrate und aus Nitrat mache ich eben Düngemittel und ich mache eben auch Sprengstoffe und Munition. Also schon auch ohne die ganze Giftgasgeschichte ist schon in dieser Erfindung schon diese Janusköpfigkeit von großen wissenschaftlichen Erfindungen ganz ausgeprägt. Und gerade im Zusammenhang mit dem Thema des Filmes, Erster Weltkrieg, ohne die Ammoniak-Synthese wäre der Erste Weltkrieg für das Deutsche Reich ungefähr nach einem halben, dreiviertel Jahr vorbei gewesen, weil die Munition einfach nicht gereicht hätte, wenn nicht über die entsprechenden Fabrikationsmöglichkeiten das entstanden wäre. Er ist auch sicher nicht der einzige Chemiker, also ich unterrichte hier ja auch Geschichte der Chemie in Karlsruhe, nicht nur in Tübingen Pharmazie. Er ist auch, gerade die Chemiker waren immer sehr bemüht, ihre Wissenschaft, die ja auch eine stark angewandte Komponente hat, jetzt im Gegensatz zur Physik oder Biologie, ist ja als reine Wissenschaft immer stärker theoretisch orientiert. Die Chemiker haben immer versucht, hier eine Ausrichtung zu finden, die stark praktisch, die stark praktisch ist und sich eben auch, auch vorher schon in den Dienst ihres Vaterlandes des Staates gestellt. Rudolf Glauber zum Beispiel zur Zeit des 30-jährigen Krieges, das ist nun schon einige Tage vor, Haber hat damals ein Werk geschrieben mit dem vielsagenden Titel des Deutschlands Wohlfahrt durch chemische Wissenschaften und so weiter, wollte er eben, dass durch den 30-jährigen Krieg verwüstete Deutsche Reich wieder auf die Beine bringen. Ein anderes Beispiel wäre Lavoisier, der Begründer der modernen Chemie, der im Dienste des französischen Staates gestanden hat, auch dort Sprengstofffabriken gebaut hat und ihm wurde es auch nicht gedankt von seinem Vaterland, er wurde dann im Zuge der Französischen Revolution guillotiniert. Also die Reihe der großen Erfinder, die in der Anwendung ihrer Entdeckungen in diesen Zwiespalt gekommen sind, die ist wirklich sehr groß und das kann man häufig auch nicht voraussehen, welcher Weg dann stattfinden wird. Und die Geschichtsschreibung hat ja zwei Wege. Zwei Varianten, einmal diese deterministische Ausprägung, dass man sagt, die Technik ist neutral und wer sich mit Technik beschäftigt, ist prinzipiell unschuldig, in Anführungszeichen, oder eben doch die konstruktivistische Ansicht, dass man sagt, entscheidend ist, was der Mensch daraus macht und es muss schon im Prozess der Anwendung der Technik quasi die Reflexion über mögliche Anwendung stattfinden. Wir haben auch gesehen im Film, da gab es die Szene, wo er von sozusagen von der Militär, also das Argument kam, also dass wenn er jetzt also im Dienste sozusagen jetzt seine Wissenschaft stellt, dass das also eigentlich Millionen von Leben retten könnte. Wir kennen natürlich von der Geschichte genau das Umgekehrte, das was Sie auch genannt haben, dass also eigentlich, wenn er das nicht getan hätte, dass eigentlich, oder ohne diese Erfindung, dass dann die Munition ausgegangen wäre und auch zu diesem Ergebnis gekommen wäre.
Also kann man, ich weiß nicht, wie authentisch, und ich würde gerne auch natürlich dann Herrn Lippert auch vielleicht mit einbeziehen, wie authentisch diese Darstellung ist, also im Hinblick auf der Persönlichkeit, das wissen wir, dass er einerseits praktisch als Wissenschaftler dann seine große Erfindung, aber andererseits dann eben, jeder Wissenschaftler ist gleichzeitig auch ein Bürger, ein Citizen. Und also das finde ich auch bei Haber, das kommt auch in diesen Konflikt mit sich selber. Ist das ein Janusz-Köpfigkeit in der Person? Sicher, ich war ja auch zwiespältig, wobei die Darstellung des Filmes, der würde ich also in keiner Weise anschließen, dass er schwere moralische Zweifel gehegt hätte, lässt sich aus den Dokumenten, die über ihn und von ihm überliefert sind, eigentlich nicht ableiten. Das scheint mir also eine melodramatische Überspitzung zu sein. Haber war ein Nationalist im reinen Wasser. Er hat sich gerne in den Dienst des Vaterlandes gestellt und hat sein Wissen von sich aus in diese Kriegsmaschinerie mit hineingebracht. Sicherlich mit dem Ziel, eben den Krieg zu verkürzen und Leiden zu verringern etc. Natürlich ist hat er sicherlich auch vorgehabt, aber solche moralischen Zwiespälte, wie sie im Film aufgezeigt wurden, die würde ich also als weitgehend als Fiktion da sehen. Also er war sicherlich nicht so von Zweifeln geplagt und er ist, soweit ich weiß, auch eigentlich ganz gerne an die Front gegangen, weil er wollte im Dienst des Vaterlandes in der vordersten Front, wie fast alle seine auch männlichen Zeitgenossen, für das Vaterland wirken und er war auch ein ehrgeiziger und eitler Mensch, der das nicht ungern gemacht hat. Also man muss die Darstellung, dass er als Letzter aus dem Graben gesprungen ist, die würde ich so nicht. Also das weiß man auch von die anderen Filme, die also gemacht worden sind, in der Tat auch diese Motiv, also des Ehrgeizes und dann natürlich auch seine eigene biografische Hintergrund als Jude, der eben konvertiert und so weiter und so fort. Was findet man beim KIT-Archiv, Herr Lippert, zum Thema Haber, also im Hinblick auf der Persönlichkeit? Also gibt es was, der Wissenschaft, was er gemacht hat, aber finden wir auch Hinweise auf Haber als Person? Ja, wer war Fritz Haber? Das ist aus meiner Sicht immer noch eine ganz große Frage. Seit ich hier bin, kommen immer wieder Journalisten ins KIT-Archiv und wollen das wissen und noch viel mehr. Aber an den beiden hauptsächlichen Überlieferungsstätten mit Bezug zu Fritz Haber, dem Archiv der Max-Planck-Gesellschaft und dem KIT-Archiv, sind wirklich nur ganz klägliche Reste überliefert. Wir haben die Papiere mit den üblichen Unterschriften, die ein Professor so zu leisten hat, Gutachten zu Prüfungsarbeiten, Unterschriften unter Prüfungszeugnissen und dergleichen mehr. Aber das ist nicht immer nur der Namenszug und vielleicht mal ein bisschen Gutachten. Wir haben ein, zwei Fotos, wo Haber in der üblichen hierarchischen Reihung mit seinen Institutsangehörigen vor seinem Institut hier im Ehrenhof so ein Jahresfoto posiert. Wir haben auch das ist vielleicht schon etwas, vielleicht sogar das persönlichste Denkmal von Haber, einen Silberpokal, den er am Ende seiner Karlsruher Tätigkeit seinem Mitarbeiter Le Rossignol geschenkt hat, zum Dank für die Zusammenarbeit. Aber das ist alles sehr, sehr wenig und wenn man dann auch in die großen Biografien, hier unerwähnt blieb, neben der schon genannten, auch die Biografie von Margit Zülöse-Janze, die auch sehr lesenswert ist. Es ist wenig über Habers Persönlichkeit tatsächlich zu sagen. Und dann stellt sich dann natürlich die Frage, wie gehen wir mit diesen Filmen um, die in ihrer ganz eigenen Interpretation viel kreativ dazu geben. Natürlich müssen wir die künstlerischen Lizenzen geben, wie wir sie dem Autor des Nibelungenliedes geben, dass man mit der Schlacht zwischen Hun und Burgund im 6. Jahrhundert und im 13. etwas freier umgeht und diverse historische Stränge einlebt und was Eigenes daraus macht. Aber es bleibt eben die Frage, wie gehe ich mit so einem Film um? Und da habe ich bei dem gezeigten Film, ehrlich gesagt, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, beim ersten Mal hatte ich ganz, ganz große Fragezeichen. Ich hatte das Gefühl, dass 30 Minuten nicht ausreichen, um
diese Strenge, um die es hier geht. Also Habers Biografie, sein familiärer, auch sein kultureller Hintergrund, die Beziehung zu seiner Frau und Habers Karriere, die Rolle der Ammoniak-Synthese, die Problematik des doppelten Gebrauchs, um das alles zu entwickeln. Ich bin mir sicher, wenn wir nicht diese sehr prägnante Einführung von Herrn Petrol mit den vielen Fakten gehabt hätten, stünden wir jetzt ein bisschen mit zitternden Achseln da und wüssten nicht recht, was denn vieles von dem bedeutet, was uns da gezeigt worden ist. Mir ist aber doch aufgefallen, gerade im Kontrast zu dem Film über Clara Emmerich, ja, zu der Fernsehproduktion, dass Haber hier eine Spielbreite zugeschrieben bekommt, wie es im anderen Film eben nicht ist. Haber ist jemand, der das eine tut und sich was anderes wünscht, in dem Film, den wir gesehen haben. Und in dem Film über Clara Emmerich, da ist alles so bis ins letzte i-Tüpfelchen genauso, wie man sich das vorstellt. Also Haber ist schneidig und zieht das durch und es entspricht alles exakt unserer Vorstellung bis ins i-Tüpfelchen, bis dahin, dass der entscheidende Durchbruch zur Ammoniak-Synthese letztlich aus dem Kern seiner Frau kommt. Nicht? Und da könnte man dann sagen, der immer war für, ist einer, der lässt uns so, wie wir reingegangen sind, erfüllt damit eine Definition für triviale Werke. Und ganz anders dieser Film, der vielleicht viel zu gerafft erzählt, der uns aber ins Nachdenken darüber bringt. Was war das mit Haber? Frage erstmal, Herr Münch, also gibt es Belege, die Sie von, natürlich nicht von Karlsruhe, sondern also Haber hat natürlich nicht nur in Karlsruhe gewirkt. Gibt es andere Dokumente oder irgendwas, was uns helfen könnte, da zu belegen, welche von den Darstellungen, von den filmischen, eher an die Persönlichkeit auch trifft? Also wie Herr Nippert schon sagt, diese Originaldokumente sind eher spärlich. Es gibt natürlich Quellen, aus denen man Informationen findet. Es gibt die Autobiografie eines Karlsruher Chemie-Nobelpreisträgers Richard Willstätter, der mit Haber eng befreundet war, der ihn auch für den Nobelpreis, den er dann erhalten hat, vorgeschlagen hat, damals 1919. Und er beschreibt natürlich auch Dinge, die er mit Haber erlebt hat, die muss man aber auch, es ist auch relativ spröde zu lesen. Ich habe die Biografie gelesen, es ist auch nicht so richtig ergiebig, aber man findet natürlich Fakten, aus denen man auch Dinge dann ableiten kann. Ansonsten ist über Haber selbst gibt es noch eine Autobiografie seiner zweiten Ehefrau. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. Die war natürlich sehr eng an Haber dran nach dem Tod oder nach dem Zweitod von Clara. Hat er ja ein Jahr später dann wieder geheiratet. Das ist filmisch auch ganz anders dargestellt. Hier war es nicht. Hier war es ja nun gar kein Thema. Ja. Ist eine Berliner Dame aus der Gesellschaft, die ganz anders war wie seine erste Frau, in der er sich dann aber auch nach 10 Jahren hat scheiden lassen. Auch eine Jüdin, die dann nach Amerika mit den beiden Kindern aus dieser Ehe emigrieren musste. Und diese Autobiografie ist natürlich auch ganz interessant. Es ist allerdings über weite Teile sind es Reisebeschreibungen, aber da ist natürlich immer das Problem bei diesen sehr nahen Quellen, da würden Sie mir zustimmen, da weiß man, das ist dann schon wieder zu nahe, da fehlt dann die Objektivität. Das ist also auch da ein bisschen schwierig. Aber Haber war sicherlich, also er hat, ich denke, das kann man, wenn man die Quellen anschaut, ich bin aber auch nicht der absolute Haber-Spezialist, das muss ich auch sagen. Denke ich, kann man schon sagen, dieser schneidige Zug, der in dem Klimawandel-Film sehr dominant ist, der war mit Sicherheit schon bei ihm vorhanden. Dieses Grüblerische kommt, denke ich, erst 1933, als ihm so das Fundament seiner deutschen Identität, die er als Jude quasi freiwillig angenommen hat, mir entzogen wurde. Da wird er doch sehr instabil. Er ist natürlich auch gesundheitlich dann schon schwer angeschlagen, geschieden, Finanzprobleme und sicher ein Grund, warum er dann seinen Rückzug aus dem Amt nur wenige Monate überlebt hat.
Ich würde ganz gern Wolfgang Patroll bitten, auch ein bisschen mehr Licht, also hinter diese unterschiedlichen ästhetischen Konzepte oder Ansätze, die bei den sehr verschiedenen Filmen eine Rolle spielen. Wie sehen Sie das? Also warum tut ein Regisseur in dem einen Fall so ganz anders als bei einem anderen Fall hier die Figur da herausarbeiten? Ja, das ist im Prinzip wie beim Nibelungenlied auch. Ja. Also in der Literatur ist und im Theater vor allem natürlich ist es auch dasselbe. Da erleben wir ja Bearbeitungen etwa antiker Stoffe, nicht, die in die Gegenwart übersetzt werden. Und ich denke, so ähnlich muss das hier auch gewesen sein. Ich hatte genau dasselbe Gefühl wie meine Vorredner hier auch. Denn ich habe mir diese DVD bestellt aus den USA und das dauerte dann etwa einen Monat, bis ich sie hatte. Mittlerweile habe ich dann das Buch über Haber gelesen und dann habe ich den Film gesehen. Gemessen an der historischen Darstellung, das ist anders gewesen. Ja? Und man fragt sich dann immer, bei guten Regisseuren sollte man sich das sowieso fragen, ich will jetzt nicht Daniel Ragusis beurteilen, weil ich nur den einen Film von ihm kenne, man fragt sich immer, warum hat er das dann so gemacht? Ja? Warum hat er sich hier nicht an die historischen Fakten gehalten, die er ja offenbar auch kannte, denn er ist in vielen Bereichen ja sehr genau wiederum. Ne? Und ich meine, das hängt damit zusammen, dass jeder Film einen doppelten Zeitbezug hat. Einmal erzählt er von der Zeit, die er darstellt, zum anderen wendet er sich an ein Publikum, an ein zeitgenössisches Publikum, an ein gegenwärtiges Publikum. Und das, glaube ich, ist hier der Fall. Er stellt den Haber in der Tat nicht als einen Patrioten dar, der er offensichtlich war, nicht? Und als einen sehr kaisertreuen Patrioten, sondern er stellt ihn dar als einen grüblerischen Wissenschaftler von heute. Ja. Ja. Ich glaube, das ist die Botschaft von dem Film. Ja. Er richtet sich an, sagen wir, an Studierende heute, nicht die ihren Weg suchen. Ja. Das war Haber damals eben nicht mehr. Ja. Er war schon angekommen. Nicht? Er hatte seine Karriere gemacht und er hat sein Ziel eigentlich erreicht, nicht Institutsdirektor zu werden. Ich glaube, daher kommt diese Diskrepanz auch. Ne? Ich würde ganz gerne eine kurze Runde noch machen, also zu den schwierigeren, dahinterliegenden Thematiken. Und dann gehen wir ins Publikum. Also ich denke auf jeden Fall, dass dieser Film sehr gut dazu geeignet ist, um tatsächlich die Dilemmata des Wissenschaftlers zu zeigen. Sicherlich auch viele Fragestellungen, die man tatsächlich erst im Retrospekt behandeln kann. Also wenn man sieht, wie wissenschaftliche Erkenntnisse später tatsächlich genutzt worden sind oder nicht genutzt worden sind und damit natürlich ganz andere Fragestellungen der Verantwortungen auftreten. Sicherlich durch die jetzige neue Verfilmung, also über Clara Immerwahr und auch über Fritz Haber selbst, dann natürlich zwangsläufig kommt die Frage auf, wie geht auch institutionell, wie geht eine Universität, wie geht die Wissenschaft damit um, wie stellt sie sich auch solche Fragestellungen in einen Gegenwartskontext. Sie haben ganz klar und deutlich gesagt, Fritz Haber hat den Nobelpreis verdient. Wir wissen, dass auch als er den Nobelpreis bekommen hat, dass das höchst umstritten war. Ich denke, auf jeden Fall ist es richtig und wichtig, dass eine Institution immer wieder mal sich solche Fragen stellt anhand von ganz konkreten Beispielen. Wie sehen Sie da? Verstehen Sie auch, dass diese Diskussion auch aufkommt im Moment? Oder finden Sie es gut, dass wir kontrovers sicherlich über solche Fragestellungen in einem Gegenwartskontext sprechen? Wenn wir vom Dilemma sprechen, ich glaube, Haber hat das Dilemma selbst gar nicht empfunden. Der ist damals dem Zeitgeist der deutschen Moralpolitismus gefolgt, als er seinen Gastkrieg angefangen hat, initiiert hat und den Zeitgeist getragen vom deutschen Volk. Und ich habe das in Fachausführung dargestellt, steht hier, ohne, also das ist ein Aufruf der deutschen Wissenschaftler an die deutsche Nation. Es geht, ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden vertilgt.
wir werden den Kampf zu Ende kämpfen als ein Kulturvolk, das dem Verdächtnis eines Goethes, Beethoven, eines Kants ebenso heilig ist wie seine Herd und seine Scholle. Im deutschen Heer ist kein anderer Geist als im deutschen Volk, denn beide sind eins und wir Wissenschaftler gehören auch dazu. Unser Heer steht im Kampf für Deutschlands Freiheit und damit für alle Güter des Friedens und der Gesittung. Nicht nur in Deutschland. Das Heil für die ganze Kultur Europas hängt an dem Siege, den der deutsche Militarismus erkämpft. Und es war keineswegs nur die Naturwissenschaftler, die da aufgerufen waren. Das muss man auch ganz klar sagen. Der Aufrufsbezug ist unterschrieben von etwa 3000 Wissenschaftlern, Universitätsprofessoren, Künstlern und so weiter. Ich sage nur ein paar Namen, weil wir es unterschieden von den Physikern sind. Da ist Adolf von Bayer, Emil von Behring, Paul Ehrlich, Karl Engelhardt, Emil Fischer, Fritz Haber, Arnold von Harnack, Gerhard Hoffmann, Klein, Paul Lennart, Walter Merz, Wilhelm Ostwald, Plan, Leute wie Wiebel, alles Nobelpreisträger, die ich eben aufgeführt habe. Deutsche Nobelpreisträger, die kein Dilemma gesehen haben, sondern die gesehen haben, das Heil Europas hängt vom deutschen Militarismus ab. Das war die Stimmung, die damals herrschte. Ich muss nur ein Zitat bringen: Max Planck in einem Brief an seine Schwester 1914 im Herbst. In was für einer schönen Zeit leben wir, was für ein erhebendes Gefühl, sich Deutscher nennen zu dürfen. Das war die Stimmung deutscher Wissenschaftler, des deutschen Volkes, des deutschen Arbeiters schlechthin. Und so wurden die Deutschen natürlich auch von außen gesehen. Also sie wurden bewundert, auch gerade für diese Leistungen, die sie erbracht haben. Aber nochmal zurück zur Frage, also finden Sie es richtig, dass wir anhand von gerade solchen historischen Figuren dann erneut in der Gegenwart versuchen, diese Themen wieder uns zu stellen? Was selbstverständlich ist, gut, das immer wieder vor Augen zu halten, also auch die deutsche Geschichte, die deutsche Geschichte. Dann frage ich noch einmal, ich frage auch Herrn Nippert, wir haben sicherlich, Haber, nicht nur Haber, als Nobelpreisträger, finden Sie, es wäre aber richtig, dass man irgendwo auch also einen Kontext von, wie das später gesehen worden ist und klar erkannt worden ist, also im Krieg und Haber im Frieden, seine eigene also Zwiespaltigkeit im Hinblick auf das, was er oder wofür er seine Wissenschaft nutzt, dass das auch irgendwo hier sichtbar wird. Dass das irgendwo sichtbar wird. Wir haben hier einen Fritz Haber Weg, aber ich weiß es nicht, ob wir eine Plakette haben oder irgendwas, wo dann also diese Fragestellungen gestellt werden. Frage ich einfach mal. Wir haben Fritz Haber Weg und wir haben das Fritz Haber Institut in Berlin. Genau. Und das sind wissenschaftliche Einrichtungen und es ist vielfach der Versuch gemacht worden, hier in Karlsruhe aus dem Fritz Haber Weg die Clara Überwegstraße zu machen. Ich habe, wenn ich das sage, nächsten Morgen in der Universitätsverwaltung anrufen, dann wieder war es wieder Fritz Haber Weg. Und in Berlin haben wir das Fritz Haber Institut und da sind auch Bestrebungen damit gewesen, das zu verändern. Aber es hat. Denken wir mal dran an die Atombombe. Einstein hat die wissenschaftliche Grundlage für die Atombombe gelegt. Einstein hat den berühmten Brief an Präsident Roosevelt geschrieben, in dem er drängte, dass Amerika die Atombombe entwickeln sollte, um den Krieg abzukürzen, um Menschenleben zu sparen. Ähnlich wie wir das von haben. Kein Mensch denkt daran, Einstein-Institut, Einstein-Weg und Einstein-Bibliothek umzunennen. Bei Einstein kommt, ja. Einstein hat auch die Geschichte beeinflusst mit dem Ding, aber er ist eine so überragende Persönlichkeit und er hat die so persönlich mitgewirkt, wie Haber persönlich, dass er sofort gewesen und den Gasthahn aufgedreht hat. Also ich denke, dass also sicherlich, wir haben das auch in der Veranstaltung beim Europäischen Kulturtag festgestellt, also wir glauben nicht, dass Clara immer war, sehr glücklich wäre, wenn also auf einmal da die Straße in ihrem Namen genannt wird für klare biografische Gründe. Aber ich will nicht dabei bleiben. Ich denke einfach, dass es ist die Frage, inwiefern, also wirklich, ich frage den Archivar, inwiefern also eigentlich also solche Kontexte oder wie Wissenschaft
also wirklich also zwei Seiten haben kann, inwiefern das eine institutionelle Verantwortung ist. Auch das dann, also gerade bei solchen Figuren, die für die eine Seite von ihrem wissenschaftliches Tun wirklich ausgezeichnet worden sind, ob das andere auch sichtbar gemacht werden sollte. Ich provoziere ein bisschen mit Absicht. Ja, wenn man so eine Plakette aufhängt, dann ist es natürlich immer ein relativ aseptischer und durch den Zeitgeist diktierter Text. Und man könnte dann sogar auf die Idee kommen, dann sei die Diskussion erledigt. Ich empfinde es als sehr angenehm, dass ich nämlich historische Campusführung mache, mit den Leuten zu dieser rostigen Säule hingehen kann. Ja. Und sagen kann, jetzt sehen wir uns das Ding mal genauer an. Da sehen Sie also die roten Farbspritzer, da ist mal ein roter Farbbeutel reingeworfen worden. Sehen Sie hier fast verblichen der Totenkopf, darunter das Wort Mörder geschrieben. Und dann erzähle ich noch diese Geschichte von Clara Illmer und zeige auf meinem Handy ein Foto von diesem Überzieher, über diesen Fritz Haber Wegweiser. Und damit kann man was deutlich machen. Nämlich, dass es hier ein Bedürfnis gibt, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und damit zeigt man eben auch, hier findet ein intellektueller Prozess statt. Und solange hier so viele Leute kommen zu dieses Themas Haber, und solange gelegentlich mal Studierende sich an der Sache so weit reiben, dass sie da irgendeine kleine Bastelei veranstalten, solange ist hier ein wichtiger intellektueller Prozess im Gange, nämlich die Selbstreflexion, die wir an unsere Vorfahren vielleicht manchmal vermissen, vielleicht weil wir auch nicht genug über unsere Vorfahren wissen, aber das ist etwas, was mit unserem heutigen Selbstverständnis auch fundamental zu tun hat und was man vielleicht auch als eine Chance auf Qualität verstehen kann. Deswegen also auch mein Plädoyer dafür, das Gegrummel und das immer wieder Aufkommen von Diskussionsbedarf so als Zustand zu akzeptieren. Herr Mönnich. Dem stimme ich vollständig zu. Ich gerade als Wissenschaftshistoriker finde ich es besonders erstrebenswert, dass man gerade bei Naturwissenschaftlern, die ihre wissenschaftliche Tätigkeit erfolgt, so als frei von Gesellschaft sein, betreiben möchten oder auch manchmal dann zu tun, als ob sie es wirklich könnten. Wenn man dann gerade anhand von solchen historischen Figuren dann zeigen kann, dass damals auch schon die Naturwissenschaften teilweise ganz stark in ihrem geistigen Umfeld gefangen waren und auch ihre wissenschaftliche Tätigkeit davon geprägt war. Und das immer wieder vor Augen zu führen, gerade mit solchen historischen Beispielen, die auch schwierig sein können, finde ich ganz wichtig. Und Totschweigen wäre das Allerschlechteste, weil wir ja auch wir heute sind ja wieder in einem Kontext gefangen, der nach 100 Jahren vielleicht auch wieder ähnlich belächelt wird, wie das Beispiel, was wir gerade hatten, wo man sagt, konnten die damals, das wird man vielleicht ziemlich sicher in 100 Jahren von uns auch sagen. Ich weiß nicht warum, aber es wird wahrscheinlich so sein, weil es bisher immer so war. Das ist eines der wenigen Dinge, die man aus der Geschichte als Kontinuum, glaube ich, ziehen kann, dass die Einstellung der Menschen in ihrer Zeit nach einer gewissen Zeit einfach sich verändern lässt. Und von daher ist so ein Ansatz, eine Erinnerungskultur auch bei Naturwissenschaftlern zu betreiben, jedenfalls zu begrüßen. Herzlichen Dank.